das ist ein absoluter Glücksfall. Hier die Situation, dass wir ein Orgelinstrument von 1559 haben mit nahezu allen originalen Pfeifen. Das bedeutet natürlich für den Musiker und auch für die Zuhörer, dass man hier die Klangwelt der Spätrenaissance im authentischen Zustand erleben kann. Seit Jahrhunderten prägt die Kurburg oberhalb von Schluderns das Landschaftsbild im oberen Finchgau. 1250 vom Bischof von Chur erbaut, ist die Burg seit 1537 im Besitz der Grafen von Trapp. Ah, grüß Gott. Oder Walter, grüß Gott. Schön, Sie. Ja, gleichfalls. Ist ja kein weiter Weg damals. So schauen wir uns das jetzt an, das Instrument wieder. Bitte, jetzt Sie vor, Sie kennen den Weg ja auch. Peter Waldner, Musiker aus Malz und Professor am Konservatorium in Innsbruck, findet in regelmäßigen Abständen den Weg in die Renaissanceburg, wo er vom Hausherr Graf Jakob Trapp gerne empfangen wird. Im Jakobszimmer steht die Baldachinorgel aus dem Jahre 1559, ein besonders seltenes Instrument aus der Spätrenaissance, das in nahezu Originalzustand erhalten geblieben ist. Jakob VII., Graf Trapp, hat den Orgelbauer Michael Strobl aus Ammergau im Breisgau beauftragt, das Instrument für die Kurburg zu bauen. Er muss ein äußerst interessanter Mann gewesen sein. Sie dürfen nicht vergessen, er ist mit 38 Jahren schon verstorben. Also die Lebenserwartung war ja damals nicht so wie heute, vor 500 Jahren. Und er hat in dieser Zeit, nach dem Ableben seines Vaters, Jakob VI., hat er nicht nur den Bau fertiggestellt des Renaissance-Palastes, sondern auch darüber hinaus hat er die Orgel gestiftet, ist zweimal nach Jerusalem gebildet und hat in dieser Zeit sehr viel Bauliches gemacht. Also der war, würde ich fast sagen, der wichtigste Vertreter der Familie Trapp, was die Erhaltung der Kurburg anbelangt. Unter dem baldachinartigen Aufbau mit den meisterhaft ausgeführten Holzarbeiten und vergoldeten Kupferornamenten sind für das Auge des Betrachters unsichtbar 309 Pfeifen versteckt, die in regelmäßigen Abständen gestimmt werden müssen. Peter Waldner ist einer der wenigen, denen Graf Trapp das wertvolle Instrument anvertraut, das 1969 von dem Orgelbaumeister Jürgen Arendt aus Ostfriesland fachgerecht restauriert wurde. Die Register sind allesamt, und das ist auch eine Besonderheit dieser Orgel, geteilt in Bass und Diskant. Das heißt, auf der rechten Seite hier sind die Registerzüge für den oberen Teil der Klaviatur und auf der linken Seite dieselben Registerzüge nochmal für den unteren Teil der Klaviatur. Die Grundstimme dieser Orgel ist das Regal, 8 Fuß, eine offene Zungenstimme, die sich hier am der Vorderseite der Orgel befindet, von der Vorderwand verdeckt. Und dieses Regal klingt folgendermaßen. Jetzt kann ich zum Beispiel weitere Register zum Regal dazuziehen, wie hier die Oktav 2 und die beiden Zimbeln. Das mache ich jetzt auch auf der linken Seite. Und dann habe ich einen wesentlich volleren, kräftigeren Klang. Es gibt in dieser Orgel auch Flötenregister, wie zum Beispiel die Kuppel 4 Fuß. Das sind also sanftere Stimmen. Und so bietet diese Orgel dem Organisten eine ganze Palette an Klangfarben,
die er sich dann je nach Bedarf zusammenmischen kann. Eine weitere Besonderheit, das dieses Instrument bietet, ist die Zweiteilung der Register, die in Mitteleuropa unbekannt, aber in Spanien weit verbreitet war. Wir wissen zum Beispiel, dass der spanische König Philipp II. Seinen Onkel Kaiser Ferdinand I. in Innsbruck besucht hat, und zwar nicht alleine, sondern mit seinem gesamten Hofstaat und natürlich auch mit seiner Hofkapelle. Und im Gefolge von Philipp II. War auch der berühmte Antonio de Cabezón, sein blinder Hoforganist, und Cabezón hatte vermutlich auch spanische Orgelinstrumente mit dabei. Und es ist anzunehmen, wenn so ein wichtiger Besuch aus Spanien kam nach Innsbruck, dass die regionalen Instrumentenbauer und Orgelbauer natürlich hingekommen sind, um diese Instrumente auch zu sehen und sich anzuschauen. Auf der Rückseite des Instruments befinden sich zwei Blasbälge, die vom sogenannten Kalkanten bewegt werden, der die Pfeifen zum Schwingen bringt. Das Instrument weist eine weitere Eigentümlichkeit auf. Die Klaviatur kann man verschieben, sodass die Orgel einen Ganzton höher oder tiefer erklingt. Durch das Verschieben der Klaviatur stehen die einzelnen Tasten unter anderen Pfeifen. Und durch die Pfeifen werden ja dann, der Klang einer Pfeife ist ja dann zu hören, wenn das Ventil geöffnet ist. Und wenn also hier jetzt die entsprechende Taste gedrückt wird, dann werden auch entsprechend höhere Pfeifen aktiviert. Und dadurch klingt die ganze Orgel einen Ganzton höher. Als Graf Jakob Trapp den Orgelbauer den Auftrag gab, dachte er keineswegs an ein Instrument für liturgische Zwecke. Die Orgel diente der Unterhaltung im privaten Familienkreis. Wahrscheinlich hat Jakob Trapp sich mit seiner Familie um die Orgel versammelt und auch mitgesungen. Besonders beliebt waren in der Renaissance Motive aus der Natur. Deshalb ließ Jakob Trapp Insekten und verschiedene Vogelarten anbringen. Das ist ein Gedanke, der in der Renaissance sehr wichtig war, die Imitatio Naturae, die Nachahmung der Natur. Und die Sänger in der Natur sind natürlich vor allem die Vögel. Und deshalb hat man in so ein Orgelinstrument auch die Welt der Vögel und der Vogelstimmen mit einbezogen. Alle vier Seiten des Gehäuses schmücken lateinische Verse in Form von vier Zeilern, die Jakob Trapp selbst verfasst hatte. Bleib du immer das wohlklingende Denkmal der Trappe und dem kommenden Geschlecht ein geliebtes Werk. Denn wie ich selbst, Jakobus Trapp, von der Liebe zu den Musen und zur Musik entflammt bin, so wünsche ich mir, dass es auch meine Nachkommenschaft sei. Zu viel soll man nicht, weil sonst der Trinkdenz. Ein Register soll den Gesang der Nachtigall nachahmen, ein weiteres allgemeines Vogelgezwitscher. Um dieses Register zum Klingen zu bringen, bedarf es eines besonderen Fingerspitzengefühls. Michael Stauder, Verwalter der Kurburg, füllt die kleine Orgelpfeife mit Wasser. Dabei kommt es auf die genaue Füllmenge an. Wenn der Pegel erreicht ist, kann die Luft durch die Wassersäule aufsteigen und den gewünschten Toneffekt erzeugen. Dann probieren wir mal. Alles klar. So. Dann mache ich die Luft. Ja. Sind wir zufrieden? Ja, gut. Okay. Gut. Thank you.
es ist hier immer alles aufbewahrt worden, aufbehalten worden. Es ist nichts weggekommen, Gott sei Dank auch nicht durch Teilungen in einem Familienstreit oder an Erbschaften und dergleichen mehr. Auf diese Weise blieb dieses einzigartige Instrument im Besitz der Familie. Und es kann auch den Menschen des 21. Jahrhunderts Klangwelten längst vergangener Zeiten näher bringen.